interagieren. Mal gucken, was passiert. Also nochmal gegen die Kämpfe. Warte! Das ist doch nicht zu fassen. Sieh nicht in die Richtung, in die jemand zeigt. Das ist eines der wichtigsten Gebote neben. Du sollst eine Liste führen, damit du nichts vergisst. Und du sollst aufpassen, dass du nicht statt einem deiner Kinder einen Stein verschluckst. Alles gute Ratschläge. Kann man das hinten irgendwie aufdecken oder so? Ja, dann hätte ich Interesse. Bei mir sind ein bisschen die Tränke ausgegangen. Wo das Pferd ist. Fenyx spürte, wenn er seinem Bruder ins Gewölbe folgte, gab es kein Zurück mehr. Typhons perfekt. Kein Weg zurück. Du stehst kurz davor, dich Typhon zu stellen. Sobald du sein Gewölbe betreten hast, kannst du nicht mehr Geld wollen, um deinen Fortschritt weiterzuführen. Wenn du noch nicht verwendete Verbesserungsmittel hast, wirst du sie ausgeben, die du brauchst. Es wird eine Typhon-Sicherung erstellt, sodass du später an diese Stelle zurückgehen kannst. Möchtest du speichern, um das Gewölbe zu betreten? Ein Weg zurück. Eine Tür von sich. Speichern. Oh.
das hier einfach. Typhons Versteck. Und dann Punkt, aber hier ist ja auch irgendwie. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher. Die Geister haben wir auch noch nicht alle besiegt. Aber wir haben keine Tränke und nichts. Und hier hätten wir auch noch einiges zum Sammeln. Einiges. Die Sache ist halt, wie weit brauchen wir das alles? Aber egal, was wir jetzt machen. Erstmal zurück. Und das ein oder andere definitiv noch verbessern. Dein Blick wirkt abwesend, Athena. Hast du einen Tagtraum? Nicht einmal meinen Webstuhl benutzen. Dann das vergiftete Kleid. Ach, der Ausschlag war unangenehm. Und du hast mir vergeben. Ich war egoistisch, was meine Weisheit betrifft. Aber nun möchte ich sie mit dir teilen. Dir zeigen der Welt, dass du nicht nur wunderschön bist. Du hast recht. Zeigen wir es ihnen. Aber vielleicht doch erst ein Makeover? Das wäre zu viel. Zumindest verstehen sich die Götter. Hier die noch Luft ausweichen. Haben fast alles gewusst, ist nur noch die zwei. Okay, gut, warum nicht?